Hallo, Ruby, die interaktive Ruby Shell. Ruby ist eine objektorientierte Interpretersprache, die 1995 von einem Japaner veröffentlicht wurde. Sie ist meistens bei allen großen Linux-Distributionen vorinstalliert. Bei Fedora ist das nicht der Fall. Hier müssen die Pakete nachinstalliert werden. Mittels Befehl su Leerzeichen minus c Leerzeichen Anführungszeichen YUM Leerzeichen install Leerzeichen Ruby Leerzeichen Ruby minus IAB oder einfach nur IAB. Enter Passwort eingeben und warten, bis die Pakete installiert sind. Ruby besitzt eine interaktive Ruby Shell, in der eine Eingabe sofort ausgeführt wird und ein Ergebnis ausgegeben wird. Mittels IAB wird die interaktive Ruby Shell gestartet und es folgt eine Eingabeaufforderung. Ruby-Kommandos können nun ausprobiert werden, zum Beispiel der Befehl Putz, Leerzeichen, in Anführungszeichen, Hallo, Welt. So kommt es zur Ausgabe Hallo, Welt. Hier wird die Zeilennummer angezeigt und hier wird die Blockebene angezeigt. Per Quit oder Exit kann man die interaktive Ruby Shell wieder verlassen. Weitere Optionen werden durch IAB Leerzeichen minus minus Help sichtbar. Die Option minus minus Simple minus Prompt unterdrückt die Zeilennummer und Blockzifferanzeige. Okay, auf der Webseite try ruby.org kann Ruby ebenso auch ohne Installation ausprobiert werden. Ciao und viel Glück!